Hallo Fans und Freunde der Vienna, es ist Sommer, das heißt aber leider Gottes, dass es zurzeit keine Matches gibt. Kein Problem, bei Come on Vienna haben wir die Fangespräche. Heute ein Vienna-Fan-Urgestein, ihr werdet ihn sicherlich sofort erkennen. Ja, wenn euch das Video gefällt, freue ich mich über ein Like. Nicht vergessen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken. Schaut auch auf Facebook und Twitter und natürlich auf Instagram vorbei. Also, genießt das Video und Come on Vienna! Hallo liebe Vienna-Fans, heute wieder ein Fangespräch, ein ja, Vienna-Urgestein muss man sagen. Jedes Bild, das ich über die Vienna sehe, von anno dazumal und natürlich in dem Film Es geht sich immer nicht aus, sieht man ein bekanntes Gesicht, den Andi Voller. Hallo Andi, schön, dass du heute Zeit hast für ein Fangespräch. Ja, wunderbar, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, freut mich sehr, ja. Ich hoffe, ja, du erzählst uns ein paar Anekdoten von früher und die gute alte und natürlich die gute neue Zeit. Erzähl einmal deinen Werdegang zu Vienna. Ja, es gibt ja die Sagen um den Beginn der Vienna-Fans. Ah. Das steht, glaube ich, sogar auf der Döblinger Kojoten-Seite oder auf der Facebook-Seite, dass eben zwei Jungmeteorologen, das war der Tommy Kojote und ich, den Weg nicht auf die meteorologische Station gefunden haben, sondern sind fälschlicherweise zu früh abgebogen und sind dann auf der Hohen Warte gelandet. Ah. Und das war damals ein Spiel gegen Rapid Wien und es wurde, glaube ich, mit 5-1 verloren oder so. Sowas in der Richtung. Das ist eben die Sage, die nicht in Stein gemeißelt ist, aber an der man sicher recht gut herumbauen kann. Wirklich war es, dass ich eben mit Tommy Kojote und ich, dass wir draufgekommen sind, dass wir eigentlich beide relativ viele Schnittpunkte hatten bei der Vienna. Mhm. Ich glaube, sein Vater, wenn ich mich jetzt nicht täusche, war Masseur, eine Zeit lang sogar. Okay. Und da ich ja unterhalb der Hohen Warte aufgewachsen bin in der Büchelgasse, war ich halt ab und zu so auch dort. Und dann irgendwann war es natürlich so, dass halt Fußball nicht mehr ganz so cool war. Und also in den 80er Jahren für einige Leute. Und wir haben dann halt gesagt, okay, aber eigentlich uns taugt es schon. Mhm. Und eben dann, wie wir gesehen haben, okay, auf der Hohen Warte ist eh nichts los. Und eigentlich ist das so ziemlich cool da oben, weil es halt einfach Natur ist. Okay, schauen wir halt nächste Woche wieder rauf. Ja. Okay. Und das ist halt so sukzessive immer mehr geworden und dann haben wir halt auch Freunde und so weiter dazu gebracht, dass sie mitgehen und dann waren wir halt 15 Leute mal irgendwann. So 80er, 90er, wann war das ungefähr? Das muss gewesen sein, ich schätze 87, schätzungsweise. Ich glaube 87, 88 waren wir, also haben wir uns entschlossen, da mal raufzugehen und uns das anzuschauen. Ne? Und wie war es am Anfang? Ich sage mal sehr, wie soll ich sagen, sehr ohne Stress und ohne viel Nachdenken. Du hast einfach hingesetzt einmal, hast das einmal angeschaut, dann hast du eigentlich gedacht, naja, ein bisschen wenig Stimmung. Warst du da noch Arena-Seite? Wir waren nur Arena-Seite, also wir sind ganz am Anfang sind wir sogar gesessen, weil zu zweit haben wir nicht ganz genau gewusst, taugt uns das jetzt, man schaut es halt einmal an. Und dann sukzessive eben, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Vienna, McDonald's Vienna als Sponsor gehabt hat, welches Jahr. Okay. Und dann waren eben schon ein paar, wie gesagt, es waren dann schon ein paar auch alteingesessene Vienna-Fans und eben ein paar junge Leute, die sich halt dann auch zu uns gesellt haben, wo wir halt dann neben einem Fernsehhüttel auf der Arena-Seite gestanden oben, sind. Ja. Und dann haben wir uns halt irgendwann gedacht, okay, wir müssen dem Ganzen einen Namen geben. Dass man sich halt einfach. Und damals war es eben so, dass McDonald's Sponsor war. Mhm. Und da wir halt echt nur eine Handvoll Leute waren, haben wir uns halt die kleinen Pommes genannt. Ja? Sehr gut. Und ich meine, das war, ich keine Ahnung, soll das ein Monat gegangen sein oder so. Und dann haben wir uns halt echt gedacht, okay, es ist zwar originell, oder wir haben es originell empfunden, aber wir wollten uns da nicht jetzt an den Sponsor eben irgendwie komplett dranhängen. Und dann ist dann irgendwann einmal eben, sind die Döblinger Kojoten
entstanden. Wessen Idee? Weiß man das? Ich glaube, das kann ich jetzt wirklich auch nicht mehr sagen. Also es ist, glaube ich, schon zu lange her, aber ich wüsste jetzt echt nicht mehr, Ich frage mich die ganze Zeit, warum Kojoten? Naja, prinzipiell... Wegen Karl Kojote? Ja, genau, es war sicher auch in die Richtung, also der halt immer wieder probiert... Sehr philosophisch, ja. Und eigentlich immer scheitert, ja. Und ich sage mal, zu der Zeit, auch wenn die Vienna damals wirklich am UEFA Cup gespielt hat, aber es war halt trotzdem immer, wie auch dann später im Film, es ist halt nie wirklich ausgegangen, dass was Großes rauskommt. Ja? Mhm. Bis halt auf das Cup-Finale damals 97, aber das ist dann, glaube ich, der letzte wirklich, also außer den zwei Meistertiteln, der letzte Erfolg eigentlich gewesen. Ja, ja, das ist doch schon ein paar Semester her. So ist es, ja. Woran kann es liegen? Was ist deine Einschätzung? Ja, für mich ist es so, dass viele Präsidenten sich auf der Hohen Warte das als Spiel, wie sie gesehen haben, viel Geld in den Sand gesetzt haben. Mhm. Weil Vienna hat super Spieler gehabt. Man braucht jetzt nur von Konsel, Vastic, ja. Herzog. Aber die sind doch schon einige Zeit her. Natürlich, aber ich sage mal, da war auch ein bisschen Erfolg da. Da ist auch ein bisschen mehr Geld reinkommen, aber halt dann hast halt irgendwelche Leute geholt, wie halt damals auch, glaube ich, eine meiner Lieblingsanekdoten, das war zur 100-Jahr-Feier damals. Das war 94. Ja. Paul Breitner war damals auch sportlicher, wie sagt man, nein, sportlicher Leiter war er nicht, aber es war so ein von außen unterstützender. Mhm. Und seine erste Tat war, dass er 100 Adidas-Fußbälle, quasi gesagt, wir brauchen mehr Bälle und das hin und her. Mhm. Das Problem war halt, dass Adidas nicht der Sponsor von der Vienna war. Oh. Somit glaube ich, ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das auch bezahlt wurde, aber es waren halt solche Sachen, wo es einfach Geld in den Sand gesetzt hast, was du halt an allen anderen Ecken und Enden gefehlt hat. Ach, für mich. Ja. Und ja. Das war halt immer nur so gut gemeint, schlecht organisiert. Habe ich immer so das Gefühl, wenn ich dann so zuhöre. Ja, prinzipiell, man hat immer versucht, professionell dazustehen. Und schlussendlich ist es von der Professionalität. Und ich will jetzt keine Winnerliga-Vereine schlecht machen, aber es war nie wirklich professionell geführt. Zurück zu den Kojoten, die gibt es ja nach wie vor. Natürlich gibt es die, wie gesagt, ich nehme an, bis mal der letzte Kojote tobt umfällt, wird es geben, aber der Vorteil bei den Kojoten ist, du brauchst ja keine Vorkenntnis oder sonst irgendwas. Mhm. Du kannst einfach auf die Warte kommen und sagen, eigentlich, mir taugt das, was die Kojoten machen. Ja. Ich bin ein Kojote. Welches Umfeld sind die Kojoten? Sind das besondere Intellektuelle oder sind das eher Arbeiterklasse oder ist das? Prinzipiell ist es total gemischt. Natürlich, wir kommen halt alle aus, sage ich mal, sicher der linken Ecke, keine Frage. Also der Grundbau und viele halt. Musiker sind auch dabei. Mhm. Das ist mir auch schon aufgefallen. Es sind sehr viele Künstler, Musiker, ja. Sehr viele. Einfach, die, wo du halt einfach auch merkst, okay, denen ist, manche sind halt auch schon Ewigkeiten dort. Mhm. Die haben sich halt dann genauso wie halt andere in die Richtung Musik spezialisiert. Und man fühlt sich halt dann einfach dort wohl. Es ist einfach gemütlich und drum kommen halt, es kommen und gehen immer so viele Leute aus familiären oder sonstigen Gründen und es ist halt immer ein Kommen, ja, es ist immer ein Kommen und Gehen. Ja. Wobei man in letzter Zeit merkt, es ist ein Kommen und Gehen und Wiederkommen. Das natürlich auch, ja, das stimmt. Also viele Leute, also die natürlich auch Familie haben, aber wo die Kinder dann schon langsam nicht mehr interessiert sind, mit den Eltern unterwegs zu sein, um es die Linie auszusprechen, wo die Eltern dann halt sagen, ja, Moment, da war ja mal was in den 80er Jahren, da komme ich wieder. Und halt einfach, weil es zeitmäßig einfach nicht mehr geht, dass du halt ein Auswärtsspiel am Freitag also jetzt in der Wiener Liga ist es natürlich anders, aber davor war es halt einfach schwierig, wenn du um 13 Uhr dich treffen musst am Freitag, wo du halt noch arbeiten musst. Ja, und du kannst nicht jetzt alles dem Sport
und wo es dann 3-4 Stunden im Bus sitzt, genau, um irgendwie in die Bundesländer, genau, zu fahren. Das heißt, rettet eigentlich die zweite Landesliga die Fans? Finden die wieder zusammen? Weil am Sonntag haben viele Zeit. Ja, es ist, wie gesagt, es macht auch Spaß, die ganzen Plätze mal zu sehen, die, ja, man normalerweise nie sehen würde, höchstwahrscheinlich. Aber das Ziel muss halt trotzdem sein, zumindest Regionalliga. Für den Verein. Für den Verein natürlich. Für den Verein müssen wir natürlich auch. Und das ist noch immer, ich sage mal, da geht alles noch immer relativ gemütlich zu in der Regionalliga. Mhm. Da hast du eigentlich auch keinen Stress und hast dann nicht so viele Auflagen wie halt dann schon in der ersten ersten Liga oder Bundesliga. Das haben wir ja dann damals auch gesehen, aufgestiegen 2009, genau, mit dem Stöger, und dann ging es eigentlich nicht mehr weiter. Dann ist es eigentlich stehen geblieben. Ja, aber das ist halt auch, da kann man halt jetzt auch, im Nachhinein weiß man natürlich vieles besser, aber es war halt, wenn sie haben sich ja eh ein bisschen gehalten, aber dann war natürlich auch ständig neuer Präsident, kein Geld da. Mhm. Also es ist immer der gleiche. Mhm. Es ist gleiche Geschichte. Genau, richtig. Ja. Andere sind ganz runtergerast. Genau. Und Vereine wie in der Steiermark oder in Oberösterreich, die sind ganz weg vom Fenster. Da können wir noch glücklich schätzen. Aber was man wirklich bemerkt, und das ist auch mir aufgefallen in den letzten 10 Jahren, egal wo die Wiener gespielt hat, und jetzt sind sie wirklich dort, wo sie noch nie gespielt haben, in der 5. Liga, sind die Leute am Platz. Ja, ja. Auch am Sonntag um 10 Uhr am Vormittag, ja, auf einem Platz, Grottenbacher Alm, ja, war eher kuschelig, ja, aber war gut besucht. Lustigerweise, ich habe mir jetzt eben, wo ich dann schon gewusst habe, dass wir uns treffen werden, ein paar alte Fans sind auch durchgeschaut. Ich meine, da waren auf der Hohen Warte bei einem Spiel in der 2. Liga 350 Zuschauer. Wann war das circa? Das muss auch 94 herum gewesen sein, schätze ich. Mhm. 95. Also ich meine, das war schon mal, das Interesse war schon mal komplett weg. Ich glaube, der Wiener-Fan oder der Sympathisant hatte schon damit zu leben gelernt, dass es egal in welcher Liga es ist, dass man es sich trotzdem anschaut. Ja? Und es ist zwar jetzt im Moment ist es total nett, weil okay, du siehst halt immer viele Tore, weil halt die Gegner meistens körperlich viel schwächer sind als die Wiener im heurigen Jahr. Konditionell auf jeden Fall. Genau. Und am Sand, ja. Und ja, und ob du jetzt gegen wem anderen spielst, wo du vielleicht mit Ach und Krach ein 0-0 holst oder halt dann 5-1 siehst, du hast halt deinen Stamm jetzt von 600 bis 800 Leute oder vielleicht sogar bis mit 1000, auch in der 5. Liga, die sich halt einfach für die Wiener interessieren und sie das halt gerne anschauen. Ne? Aus deiner Sicht, wer ist der Wiener-Fan? Wiener-Fan ist ein Fußballinteressierter oder Interessierte, die einfach 90 Minuten Fußball sehen will, sie unterhalten will, Schmäh führen will. Mhm, das stimmt, ja. Das sehe ich auch so. Wirklich einen gemütlichen Nachmittag, Vormittag, Abend verbringen will, ohne Stress mit irgendwem, ohne irgendwelchen Ultra-Hooligan, unnötig Sachen. Mhm. Und dann einfach halt vielleicht entweder in den Stüberl gehen, den Abend oder den Nachmittag ausklingen lassen und dann wieder heimgehen und sagen, okay, schönen Abend gehabt, viele Freunde und Bekannte getroffen. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, die Gemütlichkeit ist eigentlich schon in Grinzing zu Hause, muss ich ganz ehrlich sagen, und weit ist es ja nicht von der Warte nach Grinzing. Und ich glaube, das ist, glaube ich, das Geheimnis, dass es einfach stressfrei ist, nach einer Arbeitswoche, ja, sich gemütlich noch auf der Warte ein Spielchen anzuschauen und, was viele Fans auch bestätigt haben, Freunde zu treffen, ja, die man unter anderen Umständen nicht, ja, getroffen hätte und kennengelernt hätte. Ja. Sicher, es gibt dann viele Freundschaften, die da entstehen, die halt dann echt weit über den Fußball auch rausgehen, und das ist ja, wie gesagt, sind alles nette Begleiterscheinungen. Und ich meine, für mich ist es vollkommen klar, wenn das einmal in eine andere Richtung gehen würde, da kann ich nicht einmal so sehr zur Wiener stehen, wenn es halt echt nur Stress geben würde da oben mit irgendwelchen Leuten. Entweder man könnte selber regeln
Wenn die aber überhand nehmen, dann würde ich halt nicht mehr hingehen. Von den Fans aus? Von den Unterstützern, die sich Fans nennen, die halt dann irgendwie Stress machen würden oder sonst irgendwas. Weil das ist halt schon nur das, wofür eben zum Beispiel die Kojoten stehen und wo ich gehe mal davon aus, 99% aller Fans und Supporters eben stehen, dass einfach die Toleranz gegenüber allen ganz oben stehen muss. Ja. Und Respekt. Und Respekt natürlich. Also ich, jetzt könnt ihr natürlich alles aufzählen, aber es geht halt wirklich darum, Respekt, Toleranz und so weiter und so fort. Ja. Dein Job, abgesehen davon, dass du leidenschaftlicher Wiener-Fan bist, aber das ist ja das Vergnügen sozusagen, aber dein Job ist ja mit Musik. Ja. In welche Richtung? Ja, prinzipiell mache ich zurzeit eben, habe ich eine eigene Firma aufgemacht, wo ich halt als Label und Promotion-Tätigkeit arbeite und halt um verschiedenste Sachen. Also wie gesagt, für mich ist es halt immer extrem wichtig, dass ich halt künstlerische Sachen unterstützen kann oder mit Künstlern auch zusammenarbeiten kann. Wie künstlerisch ist die Fangemeinschaft der Wiener? Da sind ja einige Kollegen. Natürlich extrem groß, also extrem hoch und extrem gut vertreten, würde ich sagen. Ja. Ja. Ich meine, da braucht man jetzt niemanden herausheben, aber es gibt halt einfach so viele Leute, die sich künstlerisch betätigen in verschiedensten Feldern. Und ich glaube auch die schätzen, wie gesagt, es gibt ja so viele Leute, die fußballaffin sind. Ja. Ja. Und hat einfach sich überhaupt keinen Stress antun wollen und finden halt auf der Hohen Warte eigentlich ja zu Hause, was eigentlich ihnen sehr entgegenkommt. Ja. Stimmt. Und die aber auch für die Wiener was. Natürlich, tun. Ja, mit sowieso. Der Wiener, ja, ja. Mit der Hohen Warte. Ja. Und habt ihr euch auch organisiert, auch abseits der Matches, abseits der Hohen Warte? Prinzipiell haben wir uns natürlich viele haben sich privat eben gekannt aus Arena, Chelsea, Flex, Lokalitäten. Und man hat sie natürlich so und so getroffen. Man hat natürlich entweder bei den gleichen Firmen oder bei den gleichen Lokalen oder sonst irgendwie gearbeitet. Also wie gesagt, man hat sie schon gekannt und hat sie natürlich gegenseitig auch unterstützt, wenn es irgendwie gegangen ist. Ja. Und dadurch sind halt viele Sachen wie halt Moped der Printer entstanden mit der Zeit. Und Tom ist eine Druckerei. Okay. Mit seiner Freundin. Ja, stimmt. Und so weiter. Also das sind halt viele Sachen sukzessive daraus entstanden. Ja. Das heißt, die eigene Initiative der Fans? War das Wichtigste, weil vom Verein ist nie was gekommen. Nichts? Nein. Kein? Überhaupt nicht. Also war, wie gesagt, es gibt eben auch zu dieser 100-Jahr-Feier ein Foto, wo, ich glaube, der Havelka damals noch oben steht und wir mit unseren ersten Wiener-Shirts und hinten ist halt oben gestanden, ich bin ein Döblinger Bastard. Aber das bezogen eben auf den Kojoten. Und halt in der Zeitung steht halt drinnen, Havelka plus die und die Leute und die Fans mit seltsamen T-Shirts und seltsamen Aufschriften oder sowas. Mhm. Ja. Es hat halt den Verantwortlichen damals halt schon auch der Schmäh, den wir mit reinbringen wollten, halt total gefehlt. Ja. Mhm. Das war halt einfach sehr veraltet, sehr konservativ alles. Also klassischer dreiteiliger Anzug. Wie gesagt, das ist ja alles okay, man muss ja dann trotzdem irgendwann einmal öffnen. Mhm. Und wenn es dann wirklich sogar viele Leute hast, die was machen wollen, die mithelfen wollen, dann halt immer so, puh, das ist, ich weiß nicht, was wollen die jetzt eigentlich? Oder wo? Das war halt immer sehr dubios. Heute? Wie empfindest du das heute? Es hat sich nie geändert. Interessant, oder? Ja, das ist halt, ich bin halt der Meinung, die meisten Präsidenten haben irgendwie Angst vor den Fans, weil man will halt Mitsprache, man will mithelfen, für gewisse Sachen sind sie auch gut genug, aber
ich könnte jetzt dich auch ins Spiel bringen. Es gibt halt einfach Sachen, die nicht nachvollziehbar sind. Ja? Hm. Weil, wie gesagt, es wird kein Merch geben auf der hohen Warte, wenn wir das nicht selber auf die Beine gestellt hätten, alle. Mhm. Früher auch der Erich zum Beispiel und der Michi, mhm, die Schals gemacht haben, die ersten hin und her. Wir dann mit unseren ersten selber gemachten Transparenten und T-Shirts und Mützen und keine Ahnung. Ja? Mhm. Oder was auch im Film vorkommt, wo wir eben, weil die Spieler damals keine Leiberl hergeben haben dürfen, wir beim letzten Heimspiel als Fans den Spielern T-Shirts reingeworfen haben. Weißt du, das war halt einfach, wir wissen, okay, es gibt keine Kohle, dann drehen wir halt den ganzen Teil um und werfen ihnen halt was rein und bedanken uns für diese Saison. Ne? Ist Ironie die Sprache der Fans bei der WM? Ist ironisch als eigentlich? Du musst das eigentlich haben, weil wenn du alles bitter ernst nimmst, ja, glaube ich, müsste es eine quasi Weinemauer geben, wo jeder tagtäglich hingehen müsste und bittere Tränen vergießen. Vielleicht werden wir noch eine Klage oder eine Tränenmauer, einrichten. Vielleicht eine gar nicht so schlechte Idee, weil in der letzten Zeit, zumindest bis zum Jahreswechsel, haben wir nicht viel zum Lachen gehabt. Ne? Wie hast du das empfunden? Abstieg? Dann noch mehr Abstieg. Für mich war es klar, dass es weiter runtergeht, dass sie mit der Entscheidung, in der Liga zu bleiben, nicht durchkommen werden. Okay. Das war mir vollkommen klar, dass der Wiener Fußballverband sie das nicht gefallen lassen wird, weil es sind Statuten, die von eigentlich allen mitgetragen werden und dann, dass dann ein Verein, der vielleicht womöglich wirklich auch besser finanziellere Unterstützung hat als viele anderen. Ja? Mhm. Eben jetzt mit dem Sponsor, das sicher mehr dazu beitragen kann. Nur die Vorgeschichte ist halt einfach, dass halt jahrelang die Präsidenten davor gemacht haben, was wollen haben. Mhm. Und wenn man halt in Konkurs oder Ausgleich geht, dann ist halt die Konsequenz, dass du halt eine Liga weiter runterkommst. Und dass halt der Wiener Fußballverband halt dann justament sagt, oh, das ist schon ausgelost, jetzt müsst ihr halt auf, statt der 1b spielen, ist halt einfach ein Danke für den Gang zum Richter, sage ich mal. Fans, du bist kontinuierlich dann von den 90er bis jetzt auf die Warte gegangen oder gab es da Lücken? Oder? Also prinzipiell eigentlich steht, also immer. Mhm. Es hat sich halt dann, wie bei vielen, auswärts, also früher auch fast bei jedem Auswärtsspiel, wenn es gegangen ist. Mhm. Aber dann irgendwann einmal zeitlich nicht mehr ausgegangen, eben wie schon vorher besprochen, einfach die Abfahrtszeiten waren halt dann nicht mehr machbar. Am Freitag vor allem. Freitag, weil du halt einfach arbeiten musst und dann dir nicht die Zeit nicht immer so einteilen kannst und dann einfach sagst, okay, da müssen halt die Auswärtsspiele drunter leiden. Mhm. Aber sonst, wie gesagt, es hat früher, wo man noch mehr Zeit war, hat es ja legendäre Auswärtsfahrten gegeben. Zum Beispiel der Zweier nach Tivoli, wo der Tommy und ich irgendwann in der Früh mit dem Zug nach Innsbruck gefahren sind, den ganzen Tag in Innsbruck verbracht haben, dann am Tivoli das Vorspiel von dem Vienna U21 noch gesehen haben, dann ins Stadion gegangen sind. Aber da wir nur zu zweit waren, haben wir nicht einmal den Gästesektor gekriegt, sondern man hat uns einfach irgendwo hingestellt. Wir haben natürlich unsere Fahne damals aufgehängt und dann nach kurzer Zeit ist die Vienna 1-0 in Führung gegangen. Mhm. Dann sind wir dann wieder nach Haus gefahren und später haben wir dann erfahren, wir haben dann schlussendlich 5-1 verloren. Na. Aber es war dann wirklich, der Tag war einfach zu lang, dass man sich womöglich an alles zu 100% erinnern konnte. Nein. Naja. Aber da waren wir noch jung. Vienna, ein gutes Fußballspiel steht ja auch für Party. Voll natürlich. Wobei man sagen muss, kommt mir so vor, aber ich bin ja noch nicht ganz so lang dabei, die Sideshow, sagt man in Amerika, die Nebenshow, das, was daneben passiert, ja teilweise schon fast genauso wichtig ist wie das Spiel an und für sich. Ja, ich meine, du siehst halt, egal
zu welcher Zeit? Also es gibt natürlich heutzutage mehr Möglichkeiten, um so eine Zusatzshow, sprich Choreografie oder sonst irgendwas, auf die Beine zu stellen. Früher hat man es halt mit kleineren Sachen gemacht. Heute machst du es halt wirklich Hut ab vor den Wanderers, auch mit ihren Super Mario-Geschichte damals. Das war echt großartig. Und da steckt da viel Innovation dahinter. Ja. Und wir haben es halt damals in anderer, in kleinerer Variante immer gemacht. Aber das gehört halt zum Support dazu. Mhm. Das ist halt einfach, wie gesagt, es ist halt eine Party. Man unterstützt die Mannschaft, man respektiert den Gegner und feiert halt 2 Stunden miteinander eine schöne Zeit. Und unterstützt natürlich vor allem seinen Verein. Ja. Vielleicht kann man ja früher oder später, wenn ein bisschen Geld zur Verfügung steht, noch Lichter aufhängen, die nach dem Tor dann halt irgendwie blinken lassen, sonst irgendwas. Was auch immer. Ja. Oder vielleicht sogar eine Seifenblasenmaschine, irgendwas Freundliches, Umweltfreundliches. Aber es muss ja nicht immer etwas Brennbares sein. Das ist ja auch, hat ja auch zu gewissen Gesprächen geführt, um es einmal gelinde jetzt auszusprechen. Hat dich das irgendwie berührt, dieses Thema? Ich bin dann nicht wirklich so involviert gewesen. Wir haben nach vielen Spielen oder vor vielen Spielen schon mal drüber geredet. Wenn es Abmachungen gibt zwischen gewissen Leuten und dem Verein, dann finde ich, sollte sich jeder dran halten. Mhm. Wenn man meint, okay, man kann drüber stehen, dann finde ich es nicht in Ordnung, weil dafür macht man sich ja Sachen aus. Darum finde ich es dann so gesehen nicht in Ordnung und dass man halt dann, dass halt immer 2 Meinungen gibt und jeder von seiner Meinung mehr überzeugt ist als der andere, das ist ja vollkommen klar. Gerade in Situationen, sagen wir so, wo der Verein eh kein Geld hat, ist es nicht unbedingt notwendig, dass der Verein dann Strafe zahlen muss. Okay, verstehe. Also wenn man sich das abspricht und das ist geregelt und man kann es machen und es ist von allen Seiten bewilligt, dann bitte 1000 Rosen. Mhm. Aber wenn man halt dann Sachen macht, die halt dann quasi aufs Budget vom Verein fallen, finde ich nicht okay. Ja. Jetzt haben wir gehabt vor kurzem ja das Freundschaftsspiel gegen den Wiener Sportclub. War auch eine große Party. Mhm. Wie hast du das empfunden? Das hat ja schon ein bisschen einen Jahrmarktscharakter gehabt mit Hupfburg und Zuckerwatte. Ich meine, ich sehe das, wie gesagt, ich sehe es halt wirklich seit Jahren immer von einer Seite, dass einfach die Freundschaft zum Beispiel von den Kojoten zur der Friedhofstribüne halt seit Ewigkeiten besteht. Mhm. Wir uns ja damals die Derbys noch, wo die Friedhofstribüne auch nicht viel mehr als 50 Leute waren und wir vielleicht 30. Das war auch schon länger her. Das ist natürlich ganz am, das ist von 90er, Anfang der 90er. Und wo wir uns gegenseitig, sie bringen die Tequila, wir bringen die Orangen und stoßen halt dann auf der Arena-Seite gegenseitig an am Vormittag bei einem Derby. Ja. Oder halt am Sportplatz noch auf der Friedhofstribüne nebeneinander gestanden sind, weil es einfach die blaue Tribüne, weil halt damals dieser Andrang noch nicht so groß war, weil wir einfach nebeneinander gestanden sind. Ja. Ja, ich kann mich erinnern, am Anfang, wie ich gegangen bin, war die teilweise gar nicht offen. Genau, richtig, ja. Das. Und dann ist halt von irgendwem einmal, wenn es halt, wie gesagt, es hat sich ja dann so entwickelt, dass auch diese Pre-Derby-Partys gegeben hat, im Shelter zum Beispiel. Das schon, ja. Da hat es ja gegeben DJ-Battles zwischen Vienna und Sportclub-DJs. Mhm. Dann hat es gegeben Tischfußball-Wettbewerbe, der Erste kommt, der Erste geht, Wettbewerbe, wer ist der erste Nackerte, der dort umeinander rennt. Und so weiter und so fort. Das hat 100.000 Bewerber. Lass mich raten, das ist sehr oft vom Sportclub gewonnen worden. Ja, aber wir hatten schon auch unsere, oder wir haben noch immer unsere unser heißes Eisen. Ah, das scheiße, ja. Tun sich ja Dinge auf. Und eben, da hat man halt am Vorabend gefeiert und am nächsten Tag war das Derby um, sage ich mal, 15 Uhr.
30 am Samstag und am Freitag war das. Da sind halt dann einige Wiener und Sportclub-Fans noch immer direkt vom Shelter dorthin kommen, weil keiner das Ich gehe als letzter Derby verlieren wollte. Also das war zumindest noch unentschieden. Und das war halt auch schon Party. Natürlich. Halt nicht mit Hofburg und so weiter, weil halt die Vereine das noch nicht einmal so als besonders gesehen haben. Und wie gesagt, dann sind wir halt alle auseinandergegangen. Nächsten 90 Minuten war die Wiener da. Wir haben unseren Verein unterstützt. Sportclub da. Und nach 90 Minuten Abpfiff und wir haben uns wieder zusammengestellt und haben weiter gefeiert. Ja. Mhm. Dann ist halt irgendwann einmal dieses Derby of Love von E-Fans erfunden worden. Der Name. Der Name eben. Und natürlich, ich sage mal, das ist ein total catchy Titel. Mhm. Prinzipiell spiegelt es das, was eigentlich seit Jahren schon ist, halt in einem neuen Slogan wieder. Mhm. Ich finde es für beide Vereine fast lebensnotwendig, wenn sie in der gleichen Liga spielen, dass das Derby halt dann wirklich ein bisschen zelebriert wird. Weil halt wenn die 8000 Leute und wir 7000 Leute haben, ist es eine Einnahme, die beiden Vereinen höchstwahrscheinlich das Überleben rettet, ja, zeitweise. Es ist halt zum Überlegen, ich meine, ich finde es super, wenn sie halt jetzt das weitermachen und ich finde es auch okay, für ein Freundschaftsspiel 3.500 Leute, finde ich, hätte ich mir nie gedacht, mhm, finde ich super, aber man sollte halt dieses Freundschaftsspiel nicht zu sehr überstrapazieren. Ja, das sehe ich auch so. Weil in der gleichen Liga, da geht es um was, das ist, da will man gewinnen und hin und her, ob jetzt der Sportclub 22-0 gewinnt oder die Wiener 2-1, interessiert im Schluss eigentlich kein Menschen. Ja. Mhm. Und da finde ich, sollten die Vereine einfach einmal Karten am Tisch legen und sagen, okay, wir müssen nach außen gehen, wir müssen ein positives Image rüberbringen, wir müssen schauen, dass viele Leute kommen, weil die 3.500 Leute hätten wir sonst nicht gehabt. Das ist eine Zusatzeinnahme, die der Verein wie ein bisschen Brot braucht. Bitte kommt alle, dann wäre das eine ehrliche Ansage. Mhm. Medien ist natürlich auch für dich privat, geschäftlich ein wichtiges Thema mit Musik und Promotion etc. Wenn du da die Wiener anschaust, was hast du da für Gedanken? Weil wenn man jetzt zum Beispiel den Sportclub hernimmt, der ist in den Social Medias und Längen voraus, was Publicity betrifft. Ja, ich glaube, die haben auch den Zug früher, oder sind früher auf den Zug aufgesprungen. Prinzipiell hast du eigentlich in den Medien, wenn du jetzt einmal die Social Medias ausklammerst, jetzt einmal als ersten Punkt, hat die Wiener prinzipiell ein extrem positives Image. Ja. Quer durch die Bank. Also es ist jetzt egal, in welchem Medium das vorkommt, wenn es jetzt wirklich um das Image geht, wird es immer positiv transportiert. Mhm. Dass halt bei den Social Media Kanälen einfach Leute gibt, die vielleicht mehr Ahnung haben als der Verein oder die das betreuen. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass sie es nicht können, um Gottes Willen, aber es gibt halt Leute, die vielleicht innovativer sind, vielleicht mehr Erfahrung haben, vielleicht auch andere Leute kennen, die vielleicht noch was mit reinbringen können. Mhm. Das heißt, du könntest schon alles viel fetziger und viel besser machen. Ja. Ich würde sagen, persönlicher. Auch, wie gesagt, aber du, wie gesagt, du hast halt eine gewisse, es wiederholt sich relativ viel mit anderen Personen. Mhm. Ich sage jetzt nur den Club der Wiener Unterstützer, oder 1894er Club heißt er, glaube ich. Das ist ja super, ja. Aber ganz ehrlich, es interessiert jetzt nicht wirklich, wenn jetzt ein Interview mit dem Lugner ist, wo eigentlich keine Aussage ist. Ich weiß nicht, ob das du gesehen hast. Auszugsweise das, was ja Facebook. Wo sie einfach dann sagen, ja,
vielleicht unterstütze ich sie vielleicht auch nicht oder vielleicht wer anderer. Weißt, das ist so, ja, das hat null Aussage. Das ist nur, okay, auch der Lugner ist bei dem Club dabei oder alles gut und schön, wenn man Netzwerke aufbaut. Ja? Mhm. Das brauchst du. Wie gesagt, das haben halt früher Anetik halt viel besser können. Mhm. Der hat halt sein Netzwerk gehabt mit Havelka und diesen ganzen Leuten und da hat halt das noch funktioniert. Und ich sage mal, ja, ich glaube, wenn es halt darum gegangen ist, dass der Spieler XY noch 5.000 Schilling braucht, wird sicher irgendein Pastetenhink noch mal in die Tasche gegriffen haben und vielleicht die 5.000 Schilling so zahlt haben. Mhm. Ja? Mhm. Weil einfach der Netik halt der Netik ist. Wenn man sich das anschaut mit den Lichtmassen, da hat es auch zwei Wiener-Fans gegeben, die für die Wiener damals die Flutlichtanlage eingeleuchtet haben. Ach so? Ja. Okay. Das waren zwei Leute aus der Arena damals. Mhm. Und die haben das halt auch quasi, ich glaube, nehme an, für Eintrittskarten oder sowas, aber halt für... Schon länger her? Das ist schon auch länger her, aber trotzdem. Wie gesagt, die hätten den Flutlichtmast eigentlich damals nicht aktivieren können, weil die Lichter nicht eingerichtet waren. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Also die Fans sind auch über den Support hinaus natürlich ein guter Support, sagen wir ja, mal. Ja, also sowieso. Sie ja helfen dem Verein. Was glaubst du, ist das Problem, dass der Verein sich da nicht öfters an den Fan wendet, um zu sagen, ich brauche jetzt einmal schnell eine Wand gestrichen oder Kabel verlegt oder eben ein Licht eingerichtet? Ich rede jetzt nicht davon essentiellen Dingen, sondern einfach stelle ich bitte mal hin und reiße ein paar Karten ab. Prinzipiell, das gibt es ja eh. Oder zumindest hat es zeitweise gegeben, dass halt Fans quasi unentgeltlich im Parkplatz stehen und so weiter. Also solche Sachen gibt es eh. Aber ich denke mir auch, es gibt ja einen extremen Mix unter den Fans von eben Musikern bis Grafikern bis Fotografen bis, ich meine, du weißt es selber, du hast sicher mit deinen Fotos eine ganz neue Ära auf der Hohen Warte eingeläutet damals, ja, was halt in dieser Art und Weise gar nicht gegeben hat. Es gibt Leute, kenne ich einige, die halt wirklich großartige Pressearbeit machen in verschiedensten Sachen, die sich sicher dem Verein unterstützend helfen würden oder könnten. Ob es jetzt entgeltlich ist oder nicht, sei dahingestellt. Das ist jetzt, und das geht jetzt nicht im ersten Go. Aber ich glaube halt, dass da, ich weiß nicht, deine Angst einfach da ist, gerade eben, wenn man den Verein unterstützen will. Hm. Und dann irgendwie so meint, so, ja, okay, aber das könnte ja dann vielleicht negativ auch rüberkommen. Man sollte halt, was sie halt bis jetzt, finde ich, nie wirklich geschafft haben, egal zu welcher Zeit, einen ordentlichen Dialog suchen, ohne jetzt auf Defensive schalten zu müssen von irgendeiner, oder nur Angriff und Defensive oder umgekehrt, einfach einen Dialog suchen, okay, wie kann man zusammen was machen, und ohne gleich dann in ein Abhängigkeitsverhältnis zu verfallen in irgendeiner Richtung. Ja, ja klar. Was kann der Fan dazu beitragen aus deiner Sicht? Ich glaube, der Fan macht eh schon relativ viel. Also ein offenes Zugehen auf den... Natürlich, es gibt ja auch jetzt diesen Fanbeirat oder Fan... Fanbeirat, ja. Fanbeirat. Von den Supporters. Genau, das, ja. Und da wird ja eh versucht, entweder zu schlichten, weil es halt einfach verhärtete Positionen gibt. Hm. Aber ich bin halt noch immer der Meinung, ja, wenn sich jeder auf seinen Standpunkt beruft und halt nichts... und sich nicht öffnen will, dann wird's halt, dann kann der Fanbeirat machen, was er will. Es wird halt nichts weitergehen. Ja. Und das, darum sollte man halt immer, ich bin halt immer jemand, der das Miteinander suchen würde. Ja. 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 Das ist auch mein Credo. Das funktioniert sonst nicht anders. Weil gegeneinander reibt sich's auf und das wird nicht lang gut gehen. Aber der Fanbeirat unterstützt ja auch die Fans. Sind die Kojoten eigentlich da irgendwie involviert? Ich glaube, also wie gesagt, wir haben jetzt nicht wirklich, aber der Peter Coyote, glaube ich, ist sehr wohl da dabei. Und da kommen eben auch die Sachen dazu, dass einfach die ganzen Ideen von den Fans kommen sind.
Die ganzen Sprüche, Logos, kommen Wiener, das sind alles Sachen, die kommen ja von Privatpersonen oder Fans oder Supporters, ja? Die einfach innovativ und Ideen haben und auch eine gewisse Ironie mitbringen. Ja? Was wird jetzt kommen? Ich meine, die Frage genau, wie weit hält sich die Wiener dann an Copyright, wenn sie halt irgendwelche Sachen dann selber in die Hand nehmen wollen? Gut, das Logo gehört ja Ihnen. Wir reden nicht über das Logo, das Logo gehört natürlich vollkommen Ihnen. Du meinst jetzt Sprüche? Sprüche zum Beispiel, ja. Die von den Fans auskommen, ja. Aber wie gesagt, ich würde den Verein jetzt auch nichts unterstellen. Das wäre halt einfach eine nette Ansage. Okay, im Moment, solange wir in der Wiener Liga sind, gibt es kein neues Merch, in der Landesliga. Wenn, dann gibt der Verein das erst ab der Regionalliga frei oder so. Was auch immer, ist mir... Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist, ich suche jetzt aber es wäre gut, wenn natürlich der Verein was aussprechen würde. Sicher, wie gesagt, das ist ja nichts. Wie gesagt, nochmal, das ist der Verein, aber solche Sachen unter den Tisch kehren, das ist jetzt nicht, auch wenn ich es nicht wissen will, das Coca-Cola-Geheimnis. Na, aber warum kann man nicht einfach sagen, Hauptsponsor will das nicht mehr, danke, dann war's mal's. Ja, oder was anderes. Ja, nein, eh. Kann irgendwas sein. Was auch immer. Wie gesagt, ich sage jetzt nur Hausnummer. Ja? Ja, ja. Es geht einfach um eine Aussage. Ja. Ja. Nur, dass keine falschen Gerüchte aufkommen, weil das passiert ja auch relativ schnell. Ja, natürlich, schnell, ne? Sicher passiert sowas schnell. Aber warum? Weil halt keine Kommunikation stattfindet. Ja, das sehe ich auch so, ja. Oder vor allem keine Kommunikation auf Augenhöhe, so, sondern, wie du richtig gesagt hast, sowas wie der Lugner oder manchmal diese Aussagen über Vienna News, wo es halt eher oberflächlich ist, bla bla, aber keine Fakten oder keine Daten, beziehungsweise, dass man auch sagt, wo es hingeht oder wann was schief geht. Der Fan akzeptiert es ja. Ja, sicher. Wie gesagt, ich meine, nochmal, der Fan ist ja nicht der Verantwortliche oder der steht ja nicht dann für diverse Schulden oder sonst irgendwas ein, sondern es sind halt schon die Leute, die dahinter stehen. Und da verstehe ich auch, dass man gewisse Sachen vielleicht anders macht als der Vorgänger. Natürlich. Weil man es halt besser, also so besser findet hin und her. Aber halt gerade die Sachen, die ohne den Fans nie entstanden wären, einfach versuchen abzudrehen, ist halt ein bisschen, bisschen komisch. Ja, hat einen komischen Beigeschmack, sagen wir so. Ohne einen Grund zu nennen. Obwohl, das ist ja auch nicht, kostet ja auch das gleiche Geld, wenn man den Fan sozusagen ins Boot holt und ein bisschen zumindest redet auf einem runden Tisch. Sowieso, natürlich. Und wie gesagt, das Geld, was reinkommt, da profitiert ja eh die Wiener auch davon. Auf jeden Fall. Und das ist ja ein Geld. Ich bin halt immer. Da wären wir jetzt beim anderen Punkt. Es werden Sachen gemacht, wo der Verein dran mitverdient. Und genau solche Sachen werden dann irgendwie abgeschnitten. Ein bisschen. Woran das liegt? Kann man nicht sagen. Das ist eben das, was ich nicht verstehe, wo ich mir dann oft denke, okay, macht's doch eine Ansage, dann weiß jeder, was Sache ist, und man kann jetzt, ich glaube jetzt nicht, es wäre schade, wenn es halt nicht mehr in dieser Art und Weise weitergeht, warum auch immer, aber ich denke mir, so ein offenes Wort und das, man weiß dann, woran man ist. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, woran man ist. Genau. Und den Fan abzuspeisen sozusagen mit ein bisschen Zuckerwatte und ein paar Spielen und lustig und toller Rau, wird auf Dauer auch nicht funktionieren, ne? Ja, sehe ich genauso. Lieber Andi, ja. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Ja, ich hoffe, es waren wenigstens ein paar nette Anekdoten dabei. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön, danke dir. Danke dir auch, vielen Dank.